Den Dreamy X40 Ultra hatten wir ja schon im Test, fehlt noch das zweite große Topmodell aus dem Hause Roborock. Ihr schaut Smart Home TV und in diesem Video gibt's den Test zum Roborock S8 Max V Ultra. Es wird auch noch ein Vergleichsvideo zu beiden Geräten geben, das dann in ein paar Tagen nach diesem Video hier online geht, wo ich nochmal auf die Gemeinsamkeiten eingehe sowie Unterschiede und meine Meinung, welcher der eventuell bessere ist. Das nur mal als kleine Info für euch. Nun schauen wir aber wieder zuerst auf einige Features, die der neue Roborock S8 Max V Ultra im Gepäck hat, nämlich 10.000 Pascal Saugleistung, eine 8-in-1 All-in-One Reinigungsstation, eine automatische Reinigungsmittelzugabe, Heißwasser-Mobwäsche, Heißluft-Mobtrocknung, eine ausfahrbare Seitenbürste für eine effizientere Eckenreinigung und vieles mehr. Gehen wir mal über zur Verarbeitung. Hier gibt's nichts groß zu meckern. Roborocks Topmodell ist einfach sehr gut verarbeitet und auch hier passt wirklich alles ineinander oder zusammen. Eine Verarbeitung auf ganz hohem Niveau. Ich habe das Modell in Schwarz und das sieht schon wirklich sehr edel aus. Auch die Station macht einen sehr ordentlichen Eindruck, sieht wirklich schick gestaltet aus und ist auch relativ kompakt. Vergleicht man sie mit der Basisstation des Dreamy X40 Ultra, sieht man, dass diese ja etwas breiter ist, dafür in der Höhe etwas niedriger. In Summe hat hier Roborock wirklich ganze Arbeit geleistet, auf die Station gehen wir später nochmal im Detail ein. Allerdings möchte ich auch hier wieder kurz anmerken, von den letzten Geräten, die ich hatte, hat mir haptisch der Narwhal Frio X Plus wirklich am besten gefallen, die Verarbeitung empfand ich nochmal als etwas besser als beim Roborock sowie auch beim Dreamy. Schauen wir uns nun aber mal den S8 Max V Ultra etwas genauer an. An der Oberseite haben wir klassisch den Laserturm verbaut, sowie die Spracherkennung und die drei Tasten, was Rückkehr zur Basisstation, das An- und Ausschalten des Geräts und die Punktreinigung betrifft. Im Prinzip das gleiche wie auch schon beim Dreamy X40 Ultra. In der Front ist die Kamera verbaut, die auch die Obstacle Avoidance abbildet, genauso wie ein LED-Licht für dunkle Bereiche. Die Kamera ist aber nicht nur für die Hindernisvermeidung gedacht, denn diese kann man auch aus der Ferne aktivieren, um zu schauen, ob alles okay ist. Das ging beim Dreamy X40 Ultra auch schon, ist aber auch eine Sache, die nicht jeder mag. An der Seite befindlich der Abstandssensor, damit der Roboter schöner an der Wand entlangfahren kann. An der Unterseite sehen wir die Duo Roller Riser Bürste, die eben aus zwei Bürsten besteht, was für eine verbesserte Schmutzaufnahme sorgen soll. Ich kann euch aber auch sagen, dass eine normale Bürste vollkommen ausreichend ist, das nur mal am Rande. Weiterhin haben wir 6 Absturzsensoren an der Unterseite verbaut, sowie die Seitenbürste, die zudem noch ausfahrbar ist. Ebenso ersichtlich das kleine runde Wischpad für die Kantenreinigung sowie der Wischmopp mit 2 Vibrationszonen und hier muss ich sagen, fühlt sich das kleine Wischpad für die Kantenreinigung, was die Haptik angeht, nicht ganz so überzeugend an. Ich könnte mir vorstellen, dass dies nicht allzu lang hält, ist aber erstmal nur eine Vermutung meinerseits. Und natürlich auch die Teppicherkennung ist hier vorzufinden. Kommen wir nun mal zur Station des S8 Max V Ultra, die ist schön kompakt, wenn auch etwas anders als die des Dreamy X40 Ultra, denn ich sagte es bereits, sie ist flacher, dafür etwas breiter. Oberhalb befinden sich natürlich die beiden Wassertanks für Abwasser und Frischwasser. Hinter der Blende mittig findet man den Staubbeutel sowie den Behälter für die automatische Reinigungsmittelzugabe und letzteres erfolgt natürlich eben, wie es der Name schon sagt, automatisch. Es gibt noch eine zweite Variante des S8 Max V Ultra, den ihr dann direkt an das Ab- und Zuwasser anschließen könnt, wenn ihr das möchtet. Da ist die Station nochmal etwas kompakter, allerdings kostet das Gerät dann auch etwas mehr. Die All-in-One Reinigungsstation soll sich zudem noch selbst reinigen, aber auch hier gilt es natürlich nochmal selber händisch tätig zu werden, so wie es auch schon beim Dreamy X40 Ultra der Fall war. Wobei man beim Dreamy einfach den Boden aus der Station nimmt, reinigt und wieder einsetzt, während man hier ein kleines Sieb rechter Hand herausnehmen muss, das dann gereinigt werden kann und die kleine Bürste, die den Mob reinigt, ist ebenso entfernbar über einen kleinen Kippmechanismus. Im Großen und Ganzen ist die händische Reinigung der Station des S8 Max V Ultra okay, ich finde aber die Variante bei den Saugwischrobotern mit runden Wischpads einfach etwas besser im Vergleich. Nun gehen wir mal zur Technik über und beginnen mit der Hindernisvermeidung. Die hier zum Einsatz kommende Hindernisvermeidung nennt sich Reactive AI 2.0 und ist die aktuell fortschrittlichste aus dem Hause Roborock. Diese arbeitet mit einem strukturierten 3D-Licht in Verbindung mit der RGB-Kamera und soll bis zu 73 Objekte erkennen und entsprechend darauf reagieren. Ebenso gibt es ein LED-Licht für dunkle Bereiche. In der Praxis hat das Ganze dann auch sehr gut funktioniert, Hindernisse werden geschickt umfahren und erkannt, selbst mein ausgelegtes Kabel hat er nicht aufgesaugt und das Kabel, was bei mir unterm Sofa liegt, hat er auch erkannt und schön umfahren.
Das Knifflige in meiner Wohnung sind immer die Füße meines Sofas, die ich nur zu gern erwähne, weil diese nämlich eine spiegelnde Oberfläche haben und die meisten Roboter dann krachend davor fahren, was natürlich auf Dauer Schäden am Gerät selbst nach sich zieht. Der Roborock S8 Max V Ultra navigiert auch hier geschickt rundherum, ohne davor zu fahren, wirklich sehr gut. Schauen wir uns dann gleich auch mal die Navigation an und hier finde ich, hatte Roborock bisher immer so ein klein wenig die Nase vorn. Das sind wirklich nur Nuancen, aber die Modelle, die ich bisher aus dem Hause Roborock hatte, sind perfekt durch meine Wohnung navigiert, ohne irgendwelche Probleme zu machen. Wie schlägt sich denn der S8 Max V Ultra nun? Und auch hier muss ich sagen, gibt's keinerlei Grund zur Kritik. Er navigiert sicher durch meine Wohnung und das Ganze auch recht flott. Er ist immer orientiert, ohne sich irgendwo zu verheddern. Das ist schon wirklich aller Ehren wert. Wenn wir uns die Navigation anschauen, möchte ich auch kurz mal auf die Erstfahrt eingehen, wo er die Karte scannt. Da nimmt er sich schon einige Zeit in Anspruch, um diese eben einzuscannen. Allerdings hat er zwei Bereiche unter meinem Sofa nicht erkannt, was mich etwas irritiert hat, muss ich zugeben. Ihr seht das auf dem Screenshot, den ich euch mal einblende. Hier sind zwei schwarze Bereiche im Wohnzimmer zu sehen und da ist eigentlich wirklich nichts, außer dass er da unter dem Sofa umhergefahren ist und er hat einfach diese Bereiche nicht erkannt. Dieses Problem hatte ich bisher bei noch keinem Roboter. Ansonsten ist es aber eine Navigation auf Top-Niveau und mehr muss man, glaube ich, auch zum Thema Navigation nicht sagen. Einen Punkt, den ich gern neu hinzunehmen möchte, ist die Mobilität. Hier möchte ich darauf eingehen, wie gut oder schlecht er Schwellen hoch und runter fährt. Und auch hier schlägt sich der S8 Max V Ultra sehr gut. Die Kanten bzw. Schwellen, die ich in meiner Wohnung habe, fährt er ohne Probleme hoch und runter. Kommt er doch mal in die Verlegenheit, dass er nicht gleich hochkommt, holt er Schwung oder fährt etwas schräg an, sodass er die Schwellen dann doch locker hochfährt. Weiter geht's mit der Reinigungsleistung. Hier schauen wir wieder uns zuerst die Saugleistung an. Angegeben sind ja 10.000 Pascal an Saugleistung und hier gibt's auch einen kleinen Dämpfer, muss ich sagen, denn ich habe wie immer im Kinderzimmer etwas Haferflocken verteilt auf dem Fußboden und da hat er schon ein paar liegen lassen. Vielleicht lag das aber auch einfach an diesem Teppich, mit dem er so seine kleinen Schwierigkeiten hatte. Trotz des kleinen Kritikpunkts saugt er sonst wirklich hervorragend und es war auch wirklich nicht viel, was liegen geblieben ist und auch die Saugleistung auf dem Teppich geht vollkommen in Ordnung. Die Duo Roller Riser Bürste, die ja gern mit einer etwas besseren Reinigungsleistung beim Saugen erwähnt wird, ist gut, aber auch eine normale Bürste reicht vollkommen aus, wenn genügend Saugleistung vorhanden ist. Damit möchte ich nur sagen, dass die Duo Roller Riser Bürste ja keine wirklichen Vorteile gegenüber normalen Bürsten hat. Das Schöne beim S8 Max V Ultra ist, dass Hauptbürste und Wischmopp natürlich angehoben werden können, damit Teppiche trocken bleiben. Die 10.000 Pascal Saugleistung sind natürlich top, aber auch hier möchte ich wieder sagen, alles oberhalb von 5.000 Pascal Saugleistung ist für einen normalen Haushalt völlig ausreichend. Klar, mehr ist immer etwas besser, aber eben nicht immer notwendig. Das habe ich aber auch schon beim Dreamy X40 Ultra gesagt, der ja nochmal etwas mehr Power hat als der S8 Max V Ultra. Dann kommt hier ein verdeckter Abstreifer zum Einsatz, der herumliegende Haare besser in den Staubtank befördern soll. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich ihn nicht habe finden können oder ich habe ihn übersehen. Erwähnen möchte ich dieses Gimmick aber trotzdem, weil es eben dabei ist. Für Haushalte, wo viele Haare bedingt durch Tiere herumliegen, kann das natürlich schon etwas helfen, aber man sollte ja wirklich keine Wunder erwarten. Ebenso dabei die ausfahrbare Seitenbürste für eine bessere Eckenreinigung. Auch das hat wirklich gut funktioniert, wenn auch nicht immer zu 100%, ist aber auf jeden Fall eine brauchbare Neuerung, die schon nützlich ist. Und die Wischleistung? Zum Einsatz kommt hier wieder ein Wischmopp, der natürlich vibriert, so wie wir es schon von den Roborock Topmodellen kennen. Das Ganze nennt sich VibraRise 3.0, wo doppelte Vibrationsmodule mit über 4000 Vibrationen pro Minute losackern, als gäb's kein Morgen. Und beim normalen Wischen mit leichten Verschmutzungen, da gibt's wirklich nichts zu sagen, außer dass er das wirklich sehr gut macht. Durch den Mop an der Seite, der nun im S8 Max V Ultra zum Einsatz kommt, wird sogar eine fast perfekte Kantenreinigung ermöglicht. Tolles neues Feature, das aber auch schon andere an Bord haben, wenngleich auch mit anderen Techniken, wie dem ausfahrbaren Wischpad hinten rechts. Auch mit dabei ist die intelligente Schmutzerkennung, die stark verschmutzte Bereiche erkennen soll und diese dann gegebenenfalls nochmals reinigt, sowie das Erkennen des Verschmutzungsgrads des Wischmops, wo dieser dann nochmal extra gereinigt wird. Und das ist jetzt wirklich kein Killer-Feature, denn es funktioniert tatsächlich nicht immer oder nur selten, was aber auch kein wirklicher Beinbruch ist. Ebenso könnt ihr den Feuchtegrad beim Wischen einstellen, so wie ihr das möchtet. Da habt ihr wirklich viele Möglichkeiten, das Ganze individuell zu gestalten. In Summe muss man auch hier sagen, dass der Wischmodus wirklich sehr, sehr gut ist. Was den normalen Bedarf angeht, da sollte wirklich keiner was zu meckern haben.
Natürlich gibt es auch hier wieder eine App, so wie wir es gewohnt sind. Diese ist auch wirklich sehr ansprechend gestaltet und ihr könnt wieder alle möglichen Einstellungen für euch treffen. Das geht los bei den Dock-Einstellungen sowie der Hindernisvermeidung, wo ihr auch Bilder von Hindernissen machen lassen könnt. Dies müsst ihr jedoch in der App erst bestätigen. Ihr könnt hierüber auch eine Zonenreinigung starten, No-Go-Zonen festlegen, eure Karte bearbeiten, Räume trennen und zusammenfügen sowie benennen. Innerhalb der Reinigungseinstellungen könnt ihr verschiedene Parameter festlegen, wie die Saugstärke, die Wassermenge beim Wischen, ob ein- oder zweimal gereinigt werden soll. Es gibt wieder so viele Einstellungen, dass man auch hier wieder ein eigenes Video machen könnte, was die ganzen App-Einstellungen angeht. Ihr könnt sogar einen Smart Plan anlegen, wo ein optimaler Reinigungsplan individualisiert wird. Die App ist wirklich sehr umfänglich, hier sollte jeder die passenden Einstellungen für sich finden. Als nächstes haben wir die Lautstärke. Beim Saugen auf den höchsten Stufen ist er schon deutlich zu hören, logisch bei der Saugleistung, und ich empfinde ihn tatsächlich auch etwas lauter beim Saugen als den Dreamy X40 Ultra, und der hat ja eigentlich noch mehr Saugleistung an Bord. Trotz allem ist die Lautstärke auf höchsten Stufen vollkommen okay und vertretbar. Beim Wischen hört man ihn auch etwas mehr als Wischroboter mit runden Wischpads, bedingt durch die Vibrationsplatte unterhalb des Roboters, er ist aber angenehm leise beim Wischen. Und im kombinierten Modus wie immer finde ich ihn wirklich recht erträglich, das ist aber bei anderen Modellen genau das gleiche. Was ich gerne mal hier in Verbindung mit ansprechen würde, ist die Station, die beim Reinigen des Wischmops sowie beim Befüllen des internen Tanks des Roboters und beim Absaugen des Staubs aus dem Behälter wirklich angenehm ist vom Geräuschpegel. Das sind mit Konkurrenten doch etwas lauter. Was mich jetzt persönlich nicht stört, wenn es etwas lauter ist, da ich eben meistens nicht da bin, wenn der Roboter arbeitet, ansprechen möchte ich diesen Punkt aber schon mal in positiver Hinsicht bezogen auf den Roborock S8 Max V Ultra. Auch beim Akku gibt's nichts zu meckern, für normal große Wohnungen reicht ja auch ein vollgeladener Akku wirklich aus, um alles zu reinigen. Bei größeren Wohnungen ab 100 Quadratmeter und mehr, denke ich, kommt man dann schon an seine Grenzen, wo eventuell schon mal nachgeladen werden muss. Aber auch hier möchte ich wieder sagen, dass das nur eine Einschätzung meinerseits ist. In meiner Wohnung mit knapp 73 Quadratmetern habe ich keinerlei Probleme mit einer Akkuladung. Was bleibt, ist ein Fazit zum Roborock S8 Max V Ultra, und hier muss man sagen, haben wir auch wieder ein Top-Gerät mit einer Top-Reinigungsleistung. Man kann ja wirklich nichts Schlechtes sagen, er reinigt souverän, ist absolut top verarbeitet und navigiert perfekt durch meine vier Wände. Klar, der Preis ist natürlich mit aktuell 1.399 Euro schon recht hoch, dafür bekommt man aber auch allerhand Features. Lediglich der Dreamy X40 Ultra bietet dann nochmal etwas mehr fürs Geld, kostet aber auch 100 Euro mehr, dann bekommt ihr aber auch ein umfangreiches Zubehör dazu, das es in sich hat. Aber dazu wird es, wie anfangs erwähnt, auch nochmal ein Vergleichsvideo geben zu beiden Geräten. Roborock-Fans dürften hier sicherlich glücklich werden, ob man nun aber unbedingt das neueste Modell haben muss, sei mal dahingestellt. Ich denke auch, der S8 Pro Ultra ist immer noch ein sehr gutes Gerät und zudem noch etwas günstiger, man braucht auch nicht immer zwingend alle neuen Features, das ist aber auch nur meine persönliche Meinung dazu. Und ich hoffe natürlich wieder, dass ich euch mit diesem Video eine Freude machen konnte. Ich freue mich auf eure Kommentare über den Roborock S8 Max V Ultra. Denkt daran, noch einen Daumen nach oben dazulassen fürs Video, abonniert vielleicht mal diesen Kanal hier und aktiviert auch die Glocke dazu, damit ihr keines der nächsten Videos mehr verpasst. Und wie immer sage ich am Schluss danke, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.